Viele der Produkte, die du jeden Tag siehst, sehen intuitiv und einfach zu bedienen aus. Does it do anything? It tells the time. Manchmal sieht man aber ein Design, das so peinlich verkorkst ist, dass man sich fragt, wer bei klarem Verstand es gemacht hat. Manche leiden unter unglücklichen Fehlfunktionen oder mangelnder Liebe zum Detail, aber andere haben ein so dummes Design, dass es dich bis in die tiefsten Tiefen deiner Seele erschaudern lässt. Mach dich also bereit, denn es ist Zeit, einen Blick auf noch mehr der unbequemsten Produkte zu werfen, die je entworfen wurden. Für Eltern ist es nicht immer einfach, ihre Kinder dazu zu bringen, in ihren Autositzen zu sitzen. Um den Kindern zu helfen, sich zu fügen, hatte ein Designer die geniale Idee, die schöne Disney-Prinzessin Cinderella auf diesen Autositz zu drucken. Das Design ist völlig in Ordnung, wenn die Kinder klein sind, aber wenn sie größer werden, bedeutet das Einstellen der Kopfstütze, dass man Cinderellas Hals schrecklich lang machen muss. Vielleicht hätten sie stattdessen eine Giraffe nehmen sollen oder einen Dinosaurier. Sogar der seltsam dehnbare Hals von E.T. wäre angenehmer gewesen als das hier. Wenn das letzte Produkt deine Sinne gekitzelt hat, dann warte nur, bis du dich an diesem Designfehler ergötzt hast. Ich wusste nicht, dass Spider-Mans Spinnweben aus dem Hals schießen können. Der Superheld ist bekannt dafür, dass er die Spinnweben aus den Handgelenken schießt, aber Spinnen produzieren ihre Seide aus den Spinndrüsen am Hinterleib. Ich vermute also, dass diese Taschentuchbox eine Version von Spider-Man benutzt, die anatomisch näher an der Spinne als am Menschen ist. Aber Spidey ist nicht der einzige Superheld, der durch schlechtes Produktdesign geschädigt wird. Im Jahr 1978 wurde die ganze Nation von Wonder Woman-Fieber erfasst, was zur Entwicklung dieser originellen, aber fragwürdigen Wonder Woman-Schere führte. Geschlossen sieht sie ganz gut aus, aber wenn du sie öffnest, zerreißt sie den Körper der Kriegerprinzessin in der Mitte. Hat der Designer auch nur einen Moment daran gedacht, dass es nicht so aussehen sollte, als würde sie bei jedem Schnitt zerfetzt werden? Krankenhäuser sind ein unglaublich beängstigender Ort, wenn du ein Kind bist. Deshalb schmücken manche Krankenhäuser die Wände und Böden ihrer Kinderstationen mit einer Vielzahl von lustigen, fröhlichen Motiven. Diese Dekorateure haben jedoch mit ihrem Trail-Design das Ziel völlig verfehlt. Es sieht so aus, als ob sie versucht hätten, ein hübsches rotes Band zu malen, dem die Kinder auf den verschiedenen Stationen folgen können. Aber aus diesem Blickwinkel sieht es so aus, als hätte jemand eine Leiche durch die Flure geschleppt. Entweder ist das so oder einer der Ärzte hier hatte einen wirklich schlechten Tag. Ich glaube, du stimmst mir zu, dass viele dieser Designs schrecklich sind, aber die Technik hinter den Gefällt mir und Abonnieren-Buttons unten ist verdammt gut. Teste sie aus, wenn du mir nicht glaubst. Alles erledigt? Gut, wo waren wir? Es gibt nichts Besseres als eine schöne heiße Tasse Tee, um sich zu entspannen. Allerdings ist die Zubereitung einer Tasse Tee mit diesem unglücklich gestalteten Schnabeltier-Teesieb das Gegenteil von Entspannung. Das arme Ding sieht aus, als hätte es einen Kampf mit einem Stachelschwein verloren und würde im Wasser verbluten. Teeliebhaber müssen also vorsichtig sein, welche Art von losem Tee sie in diesem armen Schnabeltier verwenden. Erdbeer- und Hibiskustee sind definitiv out. Öffentliche Toiletten können schon mal beunruhigend sein, aber es gibt eine, die wirklich die Grenzen des Bizarren überschritten hat. Auf den ersten Blick sieht es aus wie jede andere Männertoilette. Aber was verbirgt sich hinter dieser kleinen Tür, höre ich dich fragen. Nun, offensichtlich verbirgt sich dahinter ein weiteres Pissoir? Moment mal, warum sollte jemand ein Pissoir hinter einer Wand anbringen, anstatt es zu entfernen? Wurde es für Männer gebaut, die sehr schüchtern sind, wenn sie in der Nähe anderer pinkeln? Oder ist es vielleicht eine geheime Toilettenbonusebene? Hast du noch andere Theorien über dieses lächerliche Toilettendesign? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Hast du dir schon mal was angesehen, das unintuitiv verpackt wurde, so wie diese unnötig verpackte Banane, und dabei allen Glauben an die Menschheit verloren? Während manche Dinge sinnlos überverpackt sind, können andere verblüffend unterverpackt sein, wie diese Eier. Ja, in diesem Laden in China wurden tatsächlich rohe Eier in Plastiktüten verkauft. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, nur ein oder zwei Eier aus dieser unordentlichen Mischung herauszuholen? Wenn sie doch nur einzeln verpackt wären in einer Art harter, natürlichen Schale. Ah, das wäre ein Konzept. In den Geschäften auf der ganzen Welt verwenden Einzelhandelsmarken einfache, minimalistische Verpackungen für eine Vielzahl von Haushaltsartikeln. Das bedeutet, dass sie die Kosten für das Design senken und diese Einsparung an die Kunden weitergeben. Aber wenn alle Produkte gleich aussehen, kann das zu einigen beunruhigenden Problemen führen wie diesem.
Die australische Lebensmittelmarke Black & Gold stellt Kochspray und Fliegenvernichter her, aber die beiden Dosen sehen sich ein bisschen zu ähnlich. Stell dir vor, du nimmst beim Kochen versehentlich die falsche Dose. Oh, ich hoffe, du magst deine Pfannkuchen mit extra viel Gift. Bist du schon mal eine Treppe hinuntergegangen und hast aus Versehen eine Stufe übersehen? Nichts auf der Welt lässt dein Herz schneller schlagen. Und selbst wenn du nicht fällst, kann dich das ganz schön durchschütteln. Stell dir vor, du versuchst diese Treppe runterzugehen, ohne unten in einem Haufen zu landen. Dank des schrecklichen Streifendesigns kannst du kaum sehen, wo eine Stufe aufhört und die nächste anfängt. Ich denke, es ist sicherer, einfach auf den Aufzug zu warten. Es sei denn, der fragliche Aufzug ist dieser hier. Ich glaube, ich habe gespürt, wie ein Teil meiner Seele starb, als er seine Finger in den Spalt des Türscharniers steckte. Diese beiden Türen gehen direkt ineinander über. Wenn also die letzte Person die Tür nicht hinter sich geschlossen hat, musst du deine Finger durch die Lücken in den Scharnieren stecken, um sie aus dem Weg zu räumen. Aber was ist, wenn die Tür sich geschlossen hat, als deine Hand drin war? Weißt du was, ich glaube, ich gehe lieber das Risiko ein, die Treppe des Todes zu nehmen, danke. Es gibt Millionen von Puppen auf der Welt und obwohl einige von ihnen gruselig sind, fühlt man sich bei keiner so unwohl wie bei dieser Abscheulichkeit. Dieses Ding mit dem Namen Du kannst das Baby rasieren wirft ein paar beunruhigende Fragen auf. Erstens, Babys müssen normalerweise nicht rasiert werden, oder? Und zweitens, wer wäre so dumm, einem Kind ein Rasierapparat zu schenken? Zum Glück ist es nie in den Supermarktregalen gelandet. Es wurde 1995 von dem polnischen Künstler Zbigniew Libera als Teil einer Serie geschaffen, die Stereotypen der zeitgenössischen Kultur in Frage stellte. Nun, das hat es definitiv geschafft. Viele Menschen sind stolz auf das Aussehen ihres Badezimmers, aber ich glaube nicht, dass der Designer dieses Marmorwaschbeckens die Wahl gut durchdacht hat. Auf den ersten Blick sehen die braunen Steinstreifen so aus, als hätte jemand kein Toilettenpapier mehr gehabt. Das nennt man wohl eine Schmierenkampagne. Derjenige, der dieses Waschbecken gebaut hat, scheint auch eine Reihe von Damenkleidern entworfen zu haben, wenn man sich dieses katastrophale Kleid dieser Frau anschaut. Der untere Teil ihres weißen Kleides ist mit einem hübschen rotbraunen Blumenmuster verziert, aber die Platzierung der Blütenblätter lässt es so aussehen, als hätte sie eine kleine Badezimmerpanne gehabt. Willst du es ihr sagen oder soll ich? Aber wenn es um schlecht gestaltete Drucke geht, ist dieser Fußball definitiv ein Anwärter auf den ersten Platz. Es wurde eindeutig versucht, die schwarzen Fünfecke auf den weißen Ball zu malen, aber alle aufgemalten Flecken sind an der falschen Stelle, haben die falsche Größe und sind auch noch falsch ausgerichtet. Ein wahrer Dreifachfehler. Wie zum Teufel ist das an der Qualitätskontrolle vorbeigekommen? Die Antwort lautet wohl, welche Qualitätskontrolle? Schweizer Armeemesser sind das ultimative Multitool für die Hand. Sie vereinen winzige Messer und Sägen mit Korkenziehern und Flaschenöffnern, alles in einem Taschenformat. Allerdings sind nicht alle Schweizer Taschenmesser gleich handlich, wie du an dem unangenehmen kolossalen Wenger Giant Swiss Army Knife sehen kannst. Mit 87 verschiedenen Werkzeugen, die 141 Funktionen erfüllen können, wiegt dieses Ding fast 1,5 Kilo. Es enthält also nicht nur jedes bekannte Werkzeug, sondern dient auch noch als Anker. Um einen Kaffeebecher zu etwas Besonderem zu machen, fügen manche Designer dem uralten Becher- und Henkeldesign lustige Zusatzfunktionen hinzu. So wie die niedlichen Ohren, die auf den Rand dieser süßen Tasse mit Tiermotiven geklebt sind. Aber es gibt einen guten Grund, warum die meisten Tassen keine spitzen Vorsprünge am Rand haben, wie dieser arme Kerl herausgefunden hat. Bei jedem Schluck stechen die Porzellanohren dem Trinker direkt in die Augen. Aber ich finde die kleine Katzentasse trotzdem unglaublich süß. Für mich heißt es wohl, hallo heißer Kaffee, auf Wiedersehen Augenlicht. So schmerzhaft die letzte Tasse auch war, glaube ich, ich würde mir lieber die Augen ausstechen lassen, als diese Scheußlichkeit zu benutzen. Der Designer dieses verrückten Bechers hat den guten alten zuverlässigen Griff durch drei seltsame Keramikfinger ersetzt. Wenn sie mit deinen eigenen Fingern verschränkt sind, soll es sich so anfühlen, als würdest du die warme Hand von jemandem halten. Perfekt für Menschen, die, wie ich, immer allein sind. Aber Spaß beiseite. Wenn du ihn mit einem heißen Getränk füllst, verbrennst du dir mit Sicherheit nur die Handfläche an der Keramikoberfläche. Es ist also gruselig und nutzlos. Was für ein Schnäppchen. Aber die Krone der gruseligen Kaffeetassendesigns geht an Yang Wusok, der seine Liebe zum Kaffee zu weit getrieben hat, als er diese lippigen Kaffeedeckel entwarf. Diese unheimlichen Kaffeedeckel mit dem Namen Take Kiss Out haben vollständig geformte menschliche Lippen, die entlang der Tülle geformt sind.
Es fühlt sich so an, als bekämst du bei jedem Schluck einen warmen Kuss mit Kaffeegeschmack. Oder als ob du mit jemandem heiße, koffeinhaltige Spucke austauschen würdest. Boah. Hast du schon mal so lange gestanden, dass du dich am liebsten überall hinsetzen würdest? Egal wie groß deine Schmerzen sind, ich glaube nicht, dass du dich auf das hier setzen willst. Ja, das ist ein Stuhl, aber er ist komplett aus Bleistiften gemacht, deren angespitzte Enden aus der Rückenlehne, dem Sitz und den Armen herausragen. Er wurde von der Künstlerin und offensichtlichen Sadistin Kerstin Schulz geschaffen, die eine Vielzahl von verschiedenen Skulpturen und Strukturen aus diesen Schreibutensilien herstellt. Und wenn du schon dachtest, dass ihr Bleistiftstuhl schmerzhaft aussieht, dann warte, bis du das ganze schauderhafte Set siehst, das sie dazu gemacht hat. Könntest du dir vorstellen, auf diesem Stuhl zu sitzen, dich an diesen Tisch zu lehnen oder diese Aktentasche zu öffnen? Ich glaube, ich stehe lieber, danke. Aber dieser Bleistiftstuhl ist nichts im Vergleich zu diesem Thron der unvorstellbaren Schmerzen. Vor dir steht ein Stuhl, in den Tausende von Nägeln bis auf den letzten Zentimeter eingeschlagen wurden. Es gibt keine Infos darüber, warum der Designer diesen wahnsinnig seltsamen Stuhl gebaut hat, aber ich vermute, dass er, wie der Bleistiftstuhl, Teil einer Kunstinstallation war. Entweder das oder derjenige, der ihn gebaut hat, hasste es einfach, sich hinzusetzen. Aber sie hatten nicht so viel Verachtung für Bequemlichkeit wie dieser Designer dieses Kaktussofas. Dieses irrwitzig echt aussehende Bild wurde als Teil einer Werbekampagne für den Fernsehsender AXN verwendet. Das Bild und der Slogan Relax if you can soll das herzzerreißende Action- und Reality-Programm des Senders hinweisen. Aber sich auf diese Couch zu setzen, um etwas zu sehen, ist das Letzte, was ich jemals tun möchte. Hast du schon mal eine öffentliche Toilette benutzt und zu spät festgestellt, dass das Toilettenpapier außer Reichweite ist? Das ist der ärgerlichste Konstruktionsfehler der Geschichte, aber es gibt ein Produkt, das dieses Problem bekämpft, obwohl es nicht viel besser aussieht. Diese britische Erfindung trägt den lustigen Namen Box Standard Toilettensitz, in dessen Vorderseite ein Toilettenpapierhalter integriert ist. Klar, das löst das Problem, dass man zur Rolle hinüberwatscheln muss, aber es sieht einfach nicht gut aus, wenn du sie zwischen deinen Beinen hast. Ganz zu schweigen davon, dass das Papier beim Anheben des Sitzes sofort in das darunterliegende Wasser fallen würde. Das ist mieses Design, wenn du mich fragst. Wenn es um das mieseste Toilettendesign geht, haben wir einen klaren Gewinner. Im wahrsten Sinne, diese öffentliche Toilette hat ein paar schicke Kabinen aus Milchglas installiert, um den Leuten ein wenig Privatsphäre zu bieten. Aber der Porzellanthron steht viel zu nah an der Trennwand. Die Glasscheibe verdeckt zwar einige Details, aber sie reicht nicht aus, um die Tatsache zu verbergen, dass dieser Typ gerade definitiv groß gemacht hat. Ich hoffe allerdings, dass die Person, die dieses Foto gemacht hat, daran gedacht hat, den Blitz auszuschalten. Als wären die echten Toiletten nicht schon schlimm genug, stell dir vor, du greifst nach dem Klopapier und streichst stattdessen mit deiner Hand über dieses albtraumhafte Ding. Zum Glück ist es nur eine Fotobearbeitung, aber allein der Gedanke an Toilettenpapier in Form einer Käsereibe lässt mich vor Angst den Unterleib umklammern. Was für ein Sadist würde so etwas erfinden? Vielleicht die gleiche Person wie vom Nagelstuhl? Wer auch immer es war, ich glaube, er hat gerade das ganze Jahr 2020 in einem Design zusammengefasst. Im Februar 2021 kaufte eine Mutter aus Pennsylvania ihrer kleinen Tochter eine Schachtel mit Bunchems. Diese winzigen Spielzeuge haben lange Plastikbeine, die zusammenkleben, ein bisschen wie Lego, wenn Lego aus Klettverschluss wäre. Auf der Verpackung stand zwar eindeutig, dass das Spielzeug nicht in die Haare kommen darf, aber kleine Kinder lesen die Anweisungen nicht so oft. Und so wurde die Mutter des Mädchens nur wenige Stunden später mit dieser schrecklichen Szene konfrontiert. Mehr als 150 Bunchems hatten sich zusammengeballt und die Haare des armen Kindes verfilzt. Die Supermutter brauchte mehr als 20 Stunden, um alle Bunchems auszukämmen, aber sie war nicht die einzige, die in diesem Wirrwarr gefangen war. Überall auf der Welt mussten kleine Kinder und sogar Erwachsene auf die harte Tour lernen, dass Bunchems und Haare keine lustige Kombination sind. Wenn du es vermeiden willst, Spielzeug zu kaufen, das deine Kinder terrorisieren könnte, bist du mit einem klassischen kuscheligen Teddybären in der Regel auf der sicheren Seite. Die Betonung liegt auf in der Regel. Wenn man sich diesen niedlichen Bären ansieht, könnte man meinen, dass er absolut liebenswert sei, bis zu seinem süßen blauen Pullover. Aber wenn du den Pullover ausziehst, siehst du, dass seine Beine auf albtraumhafte Weise in den Hals eingenäht wurden. Oh Gott, wer stellt einen Teddybären ohne Körper her? Oder hat der Designer den Ausdruck Beine, die niemals enden wollen, ein bisschen zu wörtlich genommen?
Hey Baby, gehen deine Beine etwa bis zum Hals? Aber ja, das tun sie. Aber das ist nicht der schlechteste Teddy auf dem Markt. Wie dieser furchterregende Teddy beweist, den Patienten auf erschreckende Weise bei ihren Zahnärzten gefunden haben. Der strahlende Bär soll den Kindern helfen, sich auf dem Zahnarztstuhl wohler zu fühlen. Aber das gummiartige Grinsen ist schrecklich nervtötend. Und was noch schlimmer ist, mit der Zeit fallen die falschen Zähne aus und die Bären haben dann den Mund voller grässlichem Zahnfleisch. Wer hätte gedacht, dass der Zahnarztbesuch noch schlimmer sein kann, als er ohnehin schon war? Wenn die Kinder nicht gerade damit beschäftigt sind, sich beim Zahnarzt zu gruseln, finden einige davon verstörende Designs wie dieses in ihren Klassenzimmern. Als diese Schule den Designer um Ablagefächer bat, in denen die Mäntel der Kinder aufgehängt werden sollten, hatten sie wohl nicht das hier im Sinn. Ich meine, sie hätten diese suggestiv aussehenden Enten auch mit Flugzeugen, Lutschern oder Kakteen bekleben können. Alles nur das nicht. Die knallgelben Minions aus der Ich einfach und verbesserlich Filmreihe sind bei Kindern so beliebt, dass sie ihr eigenes riesiges Sortiment an Merchandise verkaufen. Während einige der Designs so lustig sind, dass sie jeden zum Lachen bringen, werden andere, wie dieses, dich einfach zum Weinen bringen. Dieses knallrote 3-in-1 Kindershampoo, Spülung und Waschmittel soll nach Erdbeere und Banane riechen. Aber dieser undichte Designfehler lässt es einfach so aussehen, als würde es nach purem Albtraum riechen. Apropos Bananen, glaubst du, der Designer hat eine gegessen, als er diese Rutsche entworfen hat? Klar, eine dreifache Bananensplit-Rutsche scheint eine tolle Idee für einen Spielplatz zu sein, aber da es oben keine Trennwände gibt, können die Kinder ein Stück weiter unten direkt in einen der tödlichen Trenner rutschen. Autsch, mein Beileid gilt jedem kleinen Jungen, der mit offenen Beinen eine dieser Rutschen hinuntergerutscht ist. Kurven können jeder Rutsche etwas Aufregendes verleihen, aber scharfe Kurven in einem steilen Winkel wie hier können eine Kinderrutsche in einen Kinderschreck verwandeln. Au, das habe ich gespürt. Sieht so aus, als ob dieser Spielplatzingenieur wirklich schlecht in seinem Job war. Entweder das oder er hat Kinder gehasst. So abscheulich es auch klingt, menschliche Zähne werden seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren für alle möglichen Accessoires und Schmuckstücke verwendet. Aber wenn sie in moderne Designs wie dieses eingearbeitet werden, erreichen sie eine ganz neue Ebene des Falschen. Diese gruseligen Schuhe mit Sohlen sind ein erschreckend realistisches Konzept der Luxus-Modemarke Darwinian Voodoo. Das britische Studio hat klassische Schuhe wie Oxfords, Mary Janes und Stilettos neu gestaltet, indem es ihnen synthetische Zähne in die Sohlen implantiert hat. Selbst Adidas-Tonschuhe waren vor dieser albtraumhaften Anpassung nicht sicher. So eklig sie auch aussehen, kannst du dir vorstellen, was für ein Geräusch sie auf hartem Boden machen? Manche Amerikaner sind vom Cowboy-Lifestyle besessen, so sehr, dass sie nichts anderes an den Füßen tragen wollen als grelle Cowboy-Stiefel. Aber wenn es unerträglich heiß wird, greifen einige von ihnen zu schauderhaften Schuhwerk, Redneck Boots Sandals. Das ist der fehlende Stil eines Cowboy-Stiefels, der skandalöserweise mit einer traditionellen Sandale kombiniert wird. Und das Schlimmste daran ist, dass es sie in vielen verschiedenen Stilen gibt. Von einem Tag am Strand über den geblümten Flipflop bis hin zu einem Paar für die designbegeisterten Damen. Schnell, jemand muss die Modepolizei rufen! Wenn du die Cowboy-Sandalen unbequem findest, könnte dich dieses Paar Gummistiefel umhauen. Allein der Gedanke, dass du an einem regnerischen Tag in diesen Stiefeln rausgehst und deine Socken in Sekundenschnelle durchnässt sind, reicht aus, um deine Zehen zu verrenken. Diese absichtlich schlechten Stiefel wurden von der Architektin Caterina Campani als Teil einer Kollektion namens Uncomfortable entworfen. Sie hat das grundlegende Design jedes Objekts verändert, um es nutzlos zu machen und die Leute zum Lachen zu bringen. Aber mich persönlich bringen sie zum Weinen. Wie dieser Kochtopf, bei dem mir schon beim Anschauen die Handgelenke wehtun. Oder diese unglaublich dicke Gabel. Fühlt noch jemand einen starken Fall von Kiefersperre aufkommen? Zum Glück handelt es sich bei fast all diesen Produkten um 3D-Visualisierungen und Prototypen, sodass es sie im echten Leben nicht gibt, außer dem letzten hier. Der Metallarbeiter und 3D-Druckenthusiast Derek Rome erweckte die dicke Gabel im Jahr 2020 zum Leben und bewies damit, dass es wirklich das schlimmste Jahr der Menschheit war. Was könntest du damit überhaupt essen? Ich schätze, du könntest sie für Suppe verwenden, wenn es dir nichts ausmacht, die Schüssel zu zerstören. Oder vielleicht kannst du damit eine Avocado und Guacamole verwandeln. Was denkst du? Lass mich in den Kommentaren wissen, was du denkst.
Wenn du die dicke Gabel nicht so schlimm fandest, dann trau dich bei dem Gedanken, dieses verrückte Besteck zu benutzen, nicht zusammenzuzucken. Der von der japanischen Schmuckdesignerin Maki Okamoto entworfene Spork wurde aus recyceltem antiken Besteck hergestellt. Sie entwarf ihn als Teil einer Kunstsammlung, zusammen mit einer Menge anderen schrecklichen Geschirrs, um die Menschen zu ermutigen, ihr Essverhalten zu verlangsamen. Vergiss die Entschleunigung, ich würde nie wieder irgendwas essen, wenn ich das in meinen Mund nehmen müsste. Die seltsamen Gabeln sind aber nicht das einzige ausgefallene Besteck auf dem Markt. Sag Hallo zum haarsträubenden Grapefruit-Löffel. Mit der seltsam gezackten Kante und der gebogenen Basis macht diese unheilige Mischung aus Löffel und Messer schnelle Arbeit mit der schwer zu schneidenden Grapefruit. Es ist nur logisch, dass für eine der schlimmsten Früchte der Welt auch eines der schlimmsten Bestecke der Geschichte verwendet werden muss. Ich meine, wärst du bereit, diese gezackte Schneide in den Mund zu nehmen? Ich glaube, ich passe. Aber es ist nicht nur das verrückte Besteck, das deinen Mund schmerzen lässt. Das japanische Face Slimmer Exercise Mouthpiece ist eine riesige Form, die auf einem Paar unverschämt großer Lippen basiert. Um deine Gesichtszüge zu straffen, musst du es nur zwischen deine Lippen und Zähne schieben und ein paar Minuten lang auf dem Zahnfleisch klappern. Ach. Damit bekommst du natürlich ein paar tolle Bauchrednerfähigkeiten, auch wenn du dabei Schmerzen hast und aussiehst wie eine Aufblaspuppe. Welches dieser katastrophalen Designs fandest du am unangenehmsten? Oder besitzt du welche davon? Ich habe zum Beispiel einen Grapefruit-Löffel. Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen.